Ja, hallo und willkommen zurück zu Kirby Planet Robobot Part Nummer 10. Ja, im letzten Part haben wir das Holo-Defensiv-System besiegt und haben dann hier das X-Level von der zweiten Welt geschafft. Und ja, mir ist natürlich wieder passiert. Ich habe wieder was übersehen, aber das konnte ich ja vorher nicht wissen. Und zwar gab es bei dem Boss hier wieder mehrere Texte und ich mache das jetzt so. Ich gehe den Boss nochmal an, lese aber nur die Texte vor. Also ich überspringe dann immer die Kampfsequenzen. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich halt beim Vorlesen bin. Und danach gehen wir dann ins nächste Level. Also bis gleich. So, hier ist das erste Hologramm von Holocraco. Dieses Hologramm wurde nach Analyse der Daten eines Wolkenmonsters erstellt, das diese Ebene schon seit Ewigkeiten bewohnen soll. Energie für elektrische Attacken sammelt es aus der Atmosphäre. Ja, sehr schön, als schön passender Text für Craco. Und dann gleich das nächste. So, und da komme ich auch mal dazu, zu verstehen, wer der Spuk eigentlich ist. Ein Hologramm von Monstern, die in der Zwischenwelt existieren. Die Vorbilder des Hologramms waren rot und blau. Ihre Nahrung bestand aus Zauberzahnrädern, die antike Technologie enthalten. Okay, aber das sagt mir noch nicht, woher der Spuk an sich kommt. Aber dann sehen wir gleich das nächste. Und hier haben wir den Holo Ice Dragon, Hologramm eines Spektraldrachens. Diese antike Lebensform überdauerte mehrere Zeitalter. Anders als viele Drachen, die mit Feuer angreifen, speit dieses Wesen in seinem Inneren produziertes Eis. Ist natürlich auch mal schön zu lesen, was der Ice Dragon eigentlich für eine Hintergrundgeschichte hat. Und ich glaube, es war das letzte, aber das werde ich dann gleich noch sehen. Stimmt, da war ja noch der Klapperschlängler. Hologramm des Symbols eines Himmelsvolks. Sein Schwerpunkt ist anscheinend der Kopf. Also sein Schwachpunkt ist der Kopf, ja. Obwohl es nur eine Schlangenpuppe ist, wurde dieses Ding als eine Gottheit verehrt. Ja, und da haben wir zumindest alle Texte mal gelesen und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Level. So, dann haben wir ein bisschen was von den Gegnern gelernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, hier Psycho ist sehr OP, wenn man damit umgehen kann, weil man halt wirklich gezielt den Gegner treffen kann. Aber das werden wir dann auch vielleicht am besten auf nächstes Level holen. Hätte ich Psycho gehabt beim letzten Mal, gegen Holo-Defensivsystem gekämpft habe, dann hätte es wirklich viel schneller gegangen. Aber dann sind wir hier jetzt in der bildschönen Brandung und ja, machen das erste Level. Bin ich mal gespannt. Sieht eher aus wie so eine Hafenstadt, wenn man sich das mal so anguckt. Na, alles schwarz. Damit wir auf jeden Fall unseren Kämpfer schon mal was wissen hier. Ich war jetzt nur ein bisschen verwundert, eben weil es so längere Zeit schwarz war. Ah, okay, hier haben wir wohl dann die ersten Wasserlevel. Ist auch interessant, dass man damit auch wirklich ins Wasser gehen kann. Und ist auch so ein... Ja, so eine... jetzt würde man selbst ins Wasser springen. So eine größere... Fontäne machen. Kann man das vielleicht sagen, Fontäne? Was war das denn für ein Gegner? Ich bin ja schon wieder gerade vor lauter Vorlesen hier noch. Bin schon überlegen wegen... Ja, dass man auch nichts verpasst. Ist es einfach nur so ein Gegner, oder? Ich glaube schon, dass es eher so eine Art Schildkrötenkäfer ist, oder was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Nachteil ist natürlich, dass man halt unter Wasser nicht unbedingt jetzt groß mit dem... Ja, mit Psycho kämpfen kann. So, weg hier. Und das Schöne ist ja auch, wenn man halt wirklich Zeit hat, das aufzuladen, dann geht es wirklich extrem ab, was halt die Fähigkeit angeht. Man muss halt natürlich aufpassen, dass man halt sich nicht treffen lässt. Und so kann man halt auch ausweichen. Deswegen denke ich schon, dass mir Psycho später gut helfen wird, was die ein oder andere Sache angeht. So, lassen wir hier durch hier. Und hier sollte man in dem Level sollte man wohl immer nach oben und nach unten gehen. Oh Gott, was ist das denn für einer? Hey, nicht mit schwarzer Tinte schießen. Okay, ich glaube nicht, dass ich davon getroffen werden möchte. Kann ich den nicht angreifen? Ich glaube, der ist im Hintergrund, gell? Ja. Aber solange wir ja zumindest noch irgendwie angreifen können... Ich bin gerade so und gucken, ob man hier vielleicht irgendwo Stellen hat, wo man vielleicht noch irgendwas entdecken kann. Wie zum Beispiel hier jetzt an der Stelle eben. Das hat ausgehen, als könnte man das vielleicht irgendwie drehen. Aber ja, man sieht halt übrigens hier auch, was mir gerade erst auffällt. Wenn man so im Wasser ist, wie schön eigentlich das hier gemacht ist mit den Lichteffekten hier. Also wirklich gut gemacht. Aber natürlich erstmal hier auch abchecken, was es sonst noch alles gibt. Weil momentan bin ich hier nur im Wasser und muss natürlich immer hin und her hüpfen. Oh, so. Kommt er in den Nahkampf? Ich möchte es wissen. Ich würde ihn gerne mal besiegen. Kann man da rein?
Ja, ich habe gerade das gesehen und ja, ist auch immer so schön, wenn man wirklich gezeigt bekommt, man kann irgendwo rein, aber ist natürlich auch so eine Sache für dich. Also, alles klar. Oh! Ernsthaft, Leute, ernsthaft. Ich sehe gerade die Fähigkeit da oben. Seht ihr, was ich hier sehe? Das sieht aus wie die Smash-Fähigkeit. Smash gab es das letzte Mal bei Kirby and Amazing Mirror oder als einziges bei Amazing Mirror. Und wenn es wirklich die Smash-Fähigkeit ist, dann geht es garantiert ab. Kann man eigentlich hier rein oder ist es nur eine Wand? Okay, dann jetzt bin ich mal gespannt. Wirklich, es gibt Smash als Fähigkeit. Ernsthaft. Weil muss ich unbedingt auf Pause drücken hier. Smash Bros, ja, bereit zum Kampf, du hast die Smash Bros Power. Das ist eigentlich die stärkste Attacke, die stärkste Fähigkeit überhaupt, weil man einfach wirklich sau viele Fähigkeiten damit kombiniert. Aber ja, muss natürlich irgendwo eine Stelle finden, wo ich die ganzen Fähigkeiten auch ausprobieren kann. Ja, das sind ja die Smash-Attacken hier. Wenn man halt auflädt, muss man sich das so vorstellen. Und das ist halt auch das Krasse daran, weil man halt die ganzen Attacken halt dann drauf hat, genauso auch wie Hammer und Stein. Ja, also wenn man Smash Bros. Spielt, dann kennt man natürlich die Attacken, aber ja. Hey, das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass, dass es hier Smash-Fähigkeit gibt. Gefällt mir sehr gut vor allem, weil ja, man möchte natürlich diese Fähigkeit nicht verlieren. Ja, was soll ich denn damit, wenn ich Smash habe? So, ich habe noch eine Max-Tomate vom letzten Bosskampf, deswegen brauche ich das jetzt nicht. Ja, man sollte natürlich gucken, dass man nichts verpasst. Smash Bros. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass man das noch irgendwo in einem. Na, Blocky, alles klar. Dass man das nochmal in einem anderen Kirby zu sehen bekommt. Und man hat sogar die Schutzfähigkeit von Smash. Und irgendwie. Achso, stimmt, ja, Blocky ist ja jetzt auch so leicht ja, robotisiert worden, gell? Vor allem finde ich es toll, weil. Ich muss ganz ehrlich sagen, damals, als ich Smash gespielt habe, habe ich natürlich auch Kirby gespielt. Und kenne natürlich auch die Attacken, was es so angeht. Oh, das ist natürlich seine Stampfattacke. Ja, man sollte natürlich auf die Steine aufpassen, die dabei spawnen, gell? Na. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn man es gewohnt ist. Das ist halt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So, weg mit dir. Das ist schon krass. Gab's hier unten noch irgendwas? Nee, okay. Eieiei, Smash. Einfach nur genial. Okay, bevor ich da reinspringe, möchte ich natürlich erstmal weiter gucken, dass man vielleicht nichts verpasst hier. Bei Smash gibt es halt keine Unterwasserkämpfe, deswegen sollte man sich nicht wundern, warum es unter Wasser keine Möglichkeiten gibt. Habe ich eigentlich schon alles ausprobiert oder gibt es noch mehr? Vulkangerade, Smash Kick, klar, in der Luft, Glitzerstern. Okay, den habe ich nicht ausprobiert. Gucken wir gleich mal. So, also einfach in der Luft springen. Achso, wenn er sich halt so ganz normal dreht. Und so ist es halt, wenn man nach vorne drückt. Okay. Ansonsten haben wir hier noch Feuerzorn. Das ist der mit dem Hammerschlag. In der Luft. Achso, das ist, ja. Diese große Wirbel, wenn man rennt dabei. Spurten. Nee, Gigantenschwung. Okay, dann ist der Riesenschwung, der normale Gigantenschwung ist der mit dem größeren. Okay. Und dann Final Cutter. Ja. Versteinerung. Steinschlag in der Luft. Ja gut, wenn man halt nur oder halt beim Springen. Dann haben wir Namen ein Gegner, Super Drop und L&R Schild. Ja, das ist wirklich sehr krass hier, wenn man. Oh, ui, ich wollte eigentlich nicht hinten dran springen. Eieiei. So, und weiter geht's. Dürfen wir natürlich trotzdem nichts verpassen. Also das ist wirklich eine Fähigkeit, da würde man gerne wieder in dieses Level gehen und die dann auch behalten. Oh. Ja gut, Stein macht hier vielleicht mal Sinn, gell? So, wenn man hier runterrutscht. Ja, da hat man eben noch mal rechts den Stein gesehen. Ich hoffe halt nur, dass ich vor lauter nicht verpasse. Was ist hier oben? Okay, hier gibt's was. Ah, okay, sehr schön. Ja gut, ist nicht unbedingt super schwer versteckt gewesen, aber trotzdem toll. Toll. Ja, respawn die Gegner, sollte man nicht vergessen. So, man muss halt nur gucken, dass man dabei nicht irgendwelche neuen oder alten Fähigkeiten übersieht, die man schon. Ja, die man sich auch noch gerne vorlesen möchte, aber ich kann mir sicherlich vorstellen, dass jeder, der die Smash-Attacke findet, der möchte natürlich sie auch behalten. Eieiei. Aber auch gut versteckt, die war ja im Hintergrund in einem UFO, in einem UFO, sag ich, in einem U-Boot.
Na, ihr Gegner, ihr habt ganz gemütlich Spaß hier unten. Geht's da unten weiter? Das sieht immer so aus, aber nee. Ist nur eine... Ah. Oh, der mit Smash. Das wäre übertrieben. Ich denke immer erst hinterher danach, gell? Übrigens sehe ich gerade... Oh, okay, Feuer. Wenn der hier ist, dann gibt's hier noch was anderes, oder? Wie hoch kann man denn hier fliegen? Nein, nicht meine Smash-Fähigkeit. Ja gut, jetzt habe ich natürlich keinen Smash, wenn ich mit dem Robot rumrenne, aber den, ja, den möchte man natürlich auch nutzen. Na komm her, Feuer. Kannst du wenigstens etwas haben. Oh, okay. Ich kann die Kanonen hochheben. Ah, okay, ich sehe schon. Ich muss die Kanone wohl an die, ja, an die besagte Stelle platzieren. Okay, alles klar. Passe ich damit rein? Okay, das geht. Okay, alles klar. Also anzünden. So, und dann rein da. Sieht natürlich lustig aus, wenn da ein riesen Roboter da mit drin ist. So. Also das war nur so eine Kleinigkeit. Okay, alles klar. Ich hoffe halt nur, dass ich vor lauter hier nichts verpasst habe, weil man hier ziemlich hoch fliegen konnte. Und jetzt will ich gerade mal den Robobot. Warte mal, ich setze mal ganz kurz den Robobot ab. Und fliegt mal nach rechts nach oben, weil es macht mich irgendwie, also es ist ein bisschen strange, wenn man halt oben Gegner hat, aber dann nichts, wo man halt dann vielleicht finden könnte. Deswegen gucke ich da nochmal. So, das war der in der Mitte, denke ich mal. Übrigens schöner Hintergrund, ja, mit dem Regenbogen sehe ich jetzt mal noch genauer. Und auch, dass man diese riesigen Wasserhähne hat. So, alles klar. Besser nachgeguckt als... Hörst du auf? Doppelfähigkeit. So, aber zumindest ist es, glaube ich, auch eher so als Tutorial gedacht, dass man halt hier mal dieses, also das mit der Kanone hat. Dass man, ja, dass man das bestimmt an einer späteren Stelle nochmal eher braucht. So, gibt gegrillten Fisch heute. Da hinten ist unser zweiter Block. Okay. Wie kommen wir da hin? Damit. Okay. Das ist natürlich nur die Frage, wie am besten. Ah, okay, unten geht's. Okay, alles klar, so rum. Okay, und links ist es dann, alles klar. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man halt mal, was eigentlich Bonus ist, hier so nutzt. So, rein da. Und hoch damit. Sehr schön. Natürlich sollte man von der anderen Seite das nicht machen, weil da ist ja ein Gordo. Und wir dürfen auch nicht vergessen, also ich muss da direkt nach oben drücken, ich dachte, da wäre eine Plattform, dass wir noch den, ja, den Glitz, den Sticker finden müssen. So, Calamari, du auch gleich mit. Gab sogar direkt was zu essen. Ja, ich denke mal, solange ich hier Robot bin, ist sowieso wieder alles vorbei. So, ich wollte eigentlich vielleicht doch schon, wobei ist eigentlich nicht so wild. Ja, ich kann auch mit Feuer spielen, so ist es nicht. Hört ihr auf? Und da unten sehe ich gerade, es leuchtet sogar schön unter Wasser, der letzte Robo-Block. Na, kommst du mal her? Ich schätze mal, dass es vielleicht sogar Sinn macht. Nee, ich glaube, die respawnen ja sowieso, gell? Ist natürlich nur die Frage, wie komme ich in den Hintergrund? Na, hier vielleicht? Ja, hier muss ich, glaube ich, rein als kleiner. Ja, okay. Also als normaler Kirby. Vielleicht sagt Smash. So, und jetzt dann noch irgendwie in den Hintergrund kommen, gell? Haben wir hier irgendwas? Ah, so, okay. Alles klar, ich sehe schon. Sehr schön. Wie gesagt, ist ja immer noch simpel. Wir sind erst in der dritten Welt. Deswegen kann da noch viel kommen. Da kann man sogar rechts rein, okay. Habe ich das übersehen? Ja, das habe ich wohl übersehen. Na komm, rein da. Vielleicht nochmal so ein bisschen unter Wasser schwimmen, um zu gucken, was es sonst noch so gibt. Aber es scheint wohl... Dass man nur hin und her kann, okay. Und da oben ist dann das Ziel, alles klar. Uns fehlt aber noch der seltene Glücksbringer, gell? Bin jetzt schon überlegen. Oh, da haben wir Mirror, aber den brauche ich nicht. Okay, auf den. Also der, wie heißt's? Der Kran hier ist eben noch weiter im Hintergrund. Ich möchte halt nur mal gucken, dass ich vielleicht hier irgendwo was entdecke. Irgendwo irgendwie. Da oben? Ne, gut, da ist das ist auch nur wieder Hintergrund, gell?
So, hier vielleicht. Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Da hat es ja gelohnt, hierher zu rennen. Sehr schön, passt doch. Ich muss halt wieder gucken, dass ich irgendwie in den Vordergrund komme. Na, ich laufe einfach mal durch, ihr wisst ja, wie es ist. Und man merkt auch, das Level war nicht ganz so lang. Weil... Oh, jetzt noch weiter im Hintergrund. Okay, sehr gut. Na, nach oben hier. Schön, dass man hier durchkommt. Weil die Folge nicht ganz so lang ist, aber ist ja nicht zu wild. Ist ja nicht zu wild. War auf jeden Fall ein schönes Level und ja, die Smash-Fähigkeit, die will ich nie wieder hergeben. Ah, zu früh. Aber passt schon trotzdem. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr von der Smash-Fähigkeit haltet, weil ich finde die eigentlich gerade aus dem Grund extrem OP, weil man halt Hammer und hier, also eigentlich viele Fähigkeiten miteinander verbindet. Man hat ja auch die Schwertfähigkeit, wenn man nach oben schlägt. Nur am Schießen sieht es halt nicht ganz so toll aus. Oh, King, auch nicht schlecht. Balloonius hatten wir schon, okay. Eine Batterie. Ah, die Charge-Batterie von Air Ride, ja, sehr schön. Und der Dreamland Kirby, sehr schön. So sah Kirby früher aus. Bevor er jetzt so aussieht wie jetzt. Sehr gut. Dann kann ich auf jeden Fall mir noch ein paar Sticker kaufen. Und ja, dann hoffen wir auch, dass dabei auch nicht so viele Doppelte dabei sind. Oh, ich habe schon gleich gesehen, da ist wieder was Neues mit Robobot, aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ist doch trotzdem praktisch, dass trotz Vorlesen ich hier die Zeit so habe, wie ich sie habe. So, alles klar. Und ich muss auch bei, ja, ich bin ja bei, hier, sag schnell, oh, das kann ich hier viel groß, auch nicht schlecht. Da lernt man noch ein bisschen was, ein bisschen Japanisch. Bei Triple Deluxe muss ich ja auch noch die ganzen Glücksbringer kaufen. Ich bin ja da jetzt schon durch, aber das mit dem Kaufen an sich, das dauert wohl noch eine Weile. Oh, ein Kristall von den Crystal Shards. Sehr schön. Aber das ist ja dann wieder etwas, was ich dann vielleicht irgendwie extra machen kann. Oder dass ich halt mal wirklich ein, dass ich das dann irgendwie so in den Zwischenpart reinpacke. Kante für Mensch, okay. Sieht aus wie ein komisches L. Ich kann halt kein Japanisch. Ich kann nur ein paar Sachen, wo, wenn man es von Animes erkennt, dass man sich das Japanisch anguckt mit Englisch oder deutschen Untertiteln, dann lernt man noch ein bisschen was. Schnorchelkörbe haben wir schon. Wie zum Beispiel Konnichiwa oder hier Arigato. Aber dann hört sie wieder auf bei mir. So, was haben wir jetzt noch hier? Ein Waddle-Assistent-Sticker, auch nicht schlecht. Sehr gut. Hat man alles? Okay. Und das nächste erst wieder, wenn wir ein Level schaffen. Okay, gut. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Kirby Planet Robobot sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.